sind wieder Malte und Dirk aus dem Ammerland. Heute endlich nach 70, 80 Liter Regen können wir endlich unsere Grünlandansaat vornehmen. Jetzt zeigen wir euch, wie eine Drillmaschine eingestellt wird, um auch die richtige Aussaatmenge von 40 Kilo auf dem Hektar auszusehen. Dazu haben wir vorhin schon etwas Saatgut in die Drillmaschine eingefüllt und haben auch schon die Abdrehprobe etwas vorbereitet. Die Abdrehprobe erklärt jetzt Malte. Als erstes wurde ein Heft nachgeschaut. Das waren ungefähr 40 Kilo, wollten wir sehen, auf einen Hektar. Und nun macht man nicht die Abdrehprobe für einen Hektar, sondern nur für einen 40. Hektar. Weil sonst dreht man sich dann wohl dämlich, sag ich mal. Dazu haben wir hier das einmal runtergeklappt. Hier wird das Saatgut nicht rausgedreht. Und eigentlich in diese Piepen rein. Aber da wir jetzt die Abdrehprobe machen, um nachzuwiegen, haben wir hier diese Wanne untergestellt. Und die Abdrehprobe für einen 40. Hektar zu machen, muss ich das Rad ungefähr 39 Mal drehen. Und das mache ich jetzt mal. So. Jetzt haben wir ungefähr 39 Mal an diesem Rad gedreht. Und dann müssten wir eigentlich, wenn wir passend abgedreht haben, 1 Kilo gleich im Eimer haben. Und wie man sieht, haben wir jetzt etwas zu wenig eingestellt. Also müssen wir nochmal die Drillmaschine, die Aussaatmenge etwas erhöhen und nochmal die Abdrehprobe vornehmen. Die Abdrehprobe jetzt etwas zu dünn war, also zu wenig, stellen wir die jetzt etwas dicker ein. Und nun muss ich die Abdrehprobe nochmal machen und hoffen, dass es stimmt. Hier ist jetzt die neue Abdrehprobe, die wir jetzt erneut wiegen müssen. Ach, wie passt. Passt. Lass mal los hier einmal. Ja. Wie wir sehen, haben wir jetzt genau 1 Kilo. Also können wir die jetzt die Sämaschine startbereit machen. Anfangen zu sehen. Ich mache mich jetzt einsatzbereit, ziehe wieder hoch. Dann fällt das Saatgut jetzt hier durch. Dreh mal. Und hier unten muss man am Draht drehen. Einmal. Kann man es erkennen? Hier kann man jetzt. Wenn man hier genau hinschaut, fällt hier das Saatgut raus. Alle Rohre sind frei. Also können wir auch loslegen mit dem Sehen. Das war es erstmal wieder für heute. Wir konnten natürlich hoffen, dass wir euch ein bisschen was Interessantes bieten konnten und verbleiben so euer Malte und euer Dirk aus dem Ammerland. Ihr könnt uns ja noch einen kleinen Augenblick zuschauen. Tschüss.